Vor etwas mehr als 10 Jahren kam die Minecraft Xbox 360 Edition raus und genau dort habe auch ich so richtig angefangen selber zu zocken. Da ich jetzt eine Capture Card besitze, dachte ich mir, dass es extrem lustig wäre, meine alten Welten mal zusammen mit euch anzuschauen. Ihr seht heute also, wie meine damaligen ersten Singleplayer-Welten aussahen, welche Dinge in der Xbox 360 Edition anders sind als in der heutigen Bedrock oder Java Edition und was ich damals mit 10 Jahren, mehrere Monate und sogar Jahre in einer einzigen Kreativwelt alles gebaut habe. Wenn ihr diese Idee auch so nostalgisch findet, könnt ihr sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen und auch gerne mal kommentieren, ob ich auf dieser Version mit Controller vielleicht auch mal Minecraft durchspielen soll. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Video, es wird wirklich extrem verrückt, ich war sehr, sehr komisch als Kind. Ich würde sagen, wir scrollen erstmal ganz runter und die heißt einfach nur Gu. Okay, also ich weiß nicht, wie krass die Welt jetzt gleich werden wird, aber Freunde, ich weiß, ich habe eine Kreativwelt, die unfassbar krass ist. Also da habe ich safe mindestens mehrere hunderte Stunden rein investiert. Und die zeige ich euch auf jeden Fall zum Schluss. Da weiß ich, dass sie existiert. Und das müsst ihr euch anschauen. Ja, und was ist das? Was habe ich hier getan? Also hier habe ich scheinbar versucht, ein Haus zu bauen. Dann sind hier Birkenloks auf dem Boden. Darunter ist ein Loch. Da vorne habe ich scheinbar ein bisschen mit TNT rumexperimentiert. Was ist mit den Villagern los? Warum sind die so schnell? Trotzdem, viel mehr war auf der Welt hier nicht. Wir schauen uns mal die nächste an. Das heißt einfach nur Bau. Wir joinen mal in die Welt rein, die einfach Bau heißt. Ist wieder eine Kreativwelt. Oh, wir sind da. Wir sind da. Herren-WC. Das ist das erste, was... Oh mein Gott, nein. Das ist nicht das, was ich denke. Wann habe ich das gebaut? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich habe ein Fußballstadion gebaut auf dieser Xbox mit der schlimmsten Steuerung der Welt. Und hier spielt gerade Deutschland gegen Spanien und Spanien führt scheinbar 1-0. Was das hier oben ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht sollte das so ein Zeppelin werden. Hier ist eine Burg mit einer Redstone-Tür. Warte, was ist hier? Bitte Schalter drücken. Okay, wird gemacht. Vergangenheits-Gustav. Passiert einfach gar nichts. Ich habe einfach ein Fußballstadion gebaut und weiß es nicht mehr. Es gibt Spielerkabinen. Ey, die sehen doch richtig gut aus, die Kabinen hier. Wow, da freut man sich doch, hier Fußball spielen zu dürfen. Dafür ist das hier auf jeden Fall schon sehr krass. Aber wie gesagt, Freunde, meine richtige Kreativwelt, die wird euch umhauen. Das ist nochmal 100-mal so krass wie das hier. Wir gucken uns die nächste Welt an. Die Tutorial-Welt. Oh mein Gott, das ist nicht wirklich die Tutorial-Welt. Das wäre krass. Oh mein Gott, das ist die alte Tutorial-Welt. Nur Legenden kennen die noch. Boah, wenn ihr euch hier dran noch erinnert, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Das war früher immer die Tutorial-Welt, wenn man Minecraft neu hatte. Aber wir sind ja nicht hier, um uns die Tutorial-Welten anzuschauen, sondern um meine eigenen anzuschauen. Die hier heißt Stadt, okay. Freunde, wir sind in der Welt drin. Ihr merkt schon, ich habe hier irgendwie ein Resource-Pack. Aber wie eine Stadt sieht mir das noch nicht aus. Ja, und das hier war meine Base damals scheinbar. Von einer von vielen Welten. Wo ich mal wieder, wie bei allen im Leben, sehr schnell die Lust dran verloren habe. Ja, und deswegen ist das Haus nicht fertig. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sehen. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Eine Welt heißt Skyblock. Habe ich das Skyblock selber gebaut? Skyblock. Das ist Skyblock. Hallo Freunde, kurze Werbeunterbrechung, bevor wir gleich mit dem Video weitermachen. Ich habe letztens gehört, dass es immer noch Menschen gibt, die ihre Server nicht über Gportal mieten. Dabei hat das Ganze doch so viele Vorteile. Zum einen findet ihr hier Game-Server für so gut wie jedes Spiel, darunter natürlich unter anderem auch Minecraft. Außerdem könnt ihr bei Gportal alles komplett frei nach eurem Bedürfnissen anpassen. Je nachdem, was, wo und mit wie vielen Freunden ihr spielen wollt, habt ihr wirklich die volle Kontrolle. Noch besser als das sind wirklich nur die Preise. Die günstigsten Minecraft-Server bekommt ihr zum Beispiel schon für 90 Cent. Als wäre das noch nicht genug, spart ihr über den Link in meiner Videobeschreibung dazu sogar nochmal 10% extra auf wirklich alles. Wenn ihr also euer Lieblingsgame auch mal mit euren Lieblingsmenschen spielen wollt, ist Gportal auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Ein Riesendanke geht wie immer raus für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich habe das natürlich nicht im Void gebaut, das ging damals nicht. Und hier sind meine ganzen Tools scheinbar. Hier habe ich einen Cobblestone-Generator gebaut, das habe ich sogar geschafft. Wie so oft hatte ich nach einer bestimmten Zeit scheinbar keine Lust mehr und habe ich nicht mal darüber zu der Sandinsel gebaut. Ich denke, das Ganze zu bauen hat länger gedauert, als ich am Ende wirklich gespielt habe. Hunger Games. Ich habe da keine Hunger Games Map gebaut, oder? Okay. Was ist das? Also das hier ist der Spawn. Da ist sogar ein bisschen Loot drin, der realistisch ist für eine
Survival Games Runde, würde ich sagen. Ich habe scheinbar einen riesigen Glaskasten gebaut, weil, warum nicht? Hier ist ein Erdhaus. Da kann man rein, kommt dann nicht mehr raus. Und man darf ja in Survival Games keine Blöcke abbauen. Und das bedeutet, man muss hier das Jump'n'Run machen, was ich sogar hinkriege. Und dann bekommt man als Belohnung, oh, ein Holzschwert und ein Lava-Eimer. Cool. Überall auf der Map findet man Kisten, ist eigentlich ganz cool. Steinaxt und Eisenhelm, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt mal ehrlich, wer hätte keine Lust hier drauf mal Survival Games zu spielen? Dann ist hier ein Jump'n'Run aus Goldblöcken. Was ist hier los? Verzauberte Holzaxt mit Effizienz 1. Da drüben ist so eine Ruine, aber es sieht alles ganz schlimm aus. Dann haben wir hier noch so ein kaputtes Haus, wobei das sieht eigentlich ganz cool aus sogar. Und da ist ein pinkes Schaf, was glaube ich sogar natürlich gespawnt ist, wie selten. Und hier gibt es so ein Obsidian-Raum. Da kann man rein, kriegt richtig gutes Zeug. So ein Goldapfel sogar. Aber man wird einfach in die Luft gesprengt. Also hier drauf mal Survival-Game spielen, klingt nach einem absoluten Spaß. Was eine schöne Map. Wir gehen weiter zur nächsten Welt. Boah, hier haben wir eine neue Welt, die sogar ziemlich seriös aussieht. Okay, im Chat steht, du kannst jetzt fliegen. Aber das hier ist meine Survival-Welt. Hab, wie es aussieht, so eine kleine Underground-Base mir gemacht. Und aus irgendeinem Grund habe ich 6 verzauberte Dia-Schwerter in meinem Inventar. Also scheinbar wollte ich halt ein starkes Schwert machen, was damals so am besten ging. Hier habe ich eine kleine Zuckerrohrfarm. Hier unten ist eine Kiste mit ganz vielen XP-Flaschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Welt war nicht ganz ohne Cheaten. Oh, und hier ist wirklich mein ganzer Stuff. Okay, also ich hatte eine Dia-Rüstung, wie es aussieht, und noch mehr Dia-Schwerter und ganz viel Gold. Also das war scheinbar eine Minecraft-Welt, wo ich länger drauf gespielt habe. Aber ich hatte immer einen ziemlich guten Stuff, da bin ich zufrieden mit. Das ist wieder eine Kreativwelt, gucken wir mal, wie das ist. Okay, also scheinbar war das mal wieder mit einem Resource-Pack, was man hier immer pro Welt eingestellt hat damals. Und da drüben ist ein Nether-Portal, was so nicht aussehen sollte. Aber mehr habe ich hier auch nicht gemacht. Freunde, wir probieren mal Goose-Welt aus. Das ist eine Survival-Welt, wie es aussieht. Okay. Das ist es. Das ist die Welt. Das ist die Survival-Welt, die ich früher immer mit meinen Freunden gespielt habe. Hier ist einfach ein Obsidian-Klotz, den ich scheinbar gebaut habe oder irgendjemand anderes. Und da vorne, Freunde, ist die Stadt. Die Stadt, die ich früher mit meinen Homies gebaut habe. Und man wird gleich sehen, dass wir damals sehr jung waren, weil es sieht ganz, ganz schlimm aus. Oh, ich weiß es noch alles. Ich weiß es noch. Oh, wie cool. Hier drüben ist unser schönes Melonenfeld. Einfach so ein Cleanstone-Haus. Schön sieht's nicht aus. Hier haben wir mein Haus. Gustavs Haus. Mit Redstone-Lampe sogar. So, hier oben ist dann noch ein Amboss, ein Kessel, Öfen und hier ist meine Dachterrasse. Und hier ist diese, oh, diese Basic-Falle. Wenn man da reingeht, kommt man nicht mehr raus und ertrinkt einfach. Außer man baut halt die Tür ab. So, das repariere ich natürlich. Wer weiß, wann wir das irgendwann mal wieder spielen. Stand von Gustav. Was habe ich verkauft? Nix. Zu verkaufen. Wer denkt sich denn, yo, das Ding, das kaufe ich. Oh, das hier weiß ich. Ich glaube, hier habe ich versucht, Pilze anzubauen. Ja. Ja, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aber deswegen diese Pistentür, weil die braucht ja eine bestimmte Helligkeit, beziehungsweise Dunkelkeit. Dann hier einfach so eine Zielscheibe, wo wir gegeneinander geschossen haben. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das sind einfach Obsidian-Klopse, ich weiß nicht warum. Dann hier ein Nether-Portal. Wir können ja mal in den Nether gehen und uns den anschauen. Okay, aber krasser Spawn. Aus irgendeinem Grund im Nether Kürbisse angepflanzt. Wer kommt auf die Idee? Ja gut, cool. Und hier, Freunde, jetzt kommen wir zum Interessantesten. Erstmal ein Fußballtor. Warum denn nicht? Also ist ein Baum auf dem Feld egal. Und dann haben wir hier, Freunde, das Hotel. Oh, ich weiß noch, wie ich früher richtig stolz auf das Ding hier war. Ich weiß nicht warum, aber wir haben an dem Ding hier, an diesem Holzklotz, locker alle zusammen 10, 20 Stunden dran gebaut. An dem Ding. Warum habe ich hier so viel Zeit rein investiert? So, gucken wir uns als letztes hier noch diesen Nether-Turm an. Deswegen war wahrscheinlich die Festung vorhin so kaputt. Ja, und auch hier ist oben nichts Besonderes, außer ja, ein Bogen mit Pfeilen und man kann halt von hier so Tiere abschießen. Also das hier war meine krasseste Survival-Welt. Und ich würde sagen, wir beenden das ganze Video, indem wir uns die krasseste Kreativwelt anschauen. Das ist deutlich krasser als das hier, was ihr seht. Stadt. Das ist es, Freunde. Inventar, natürlich die beste Rüstung, obwohl wir im Kreativmodus sind. Schärfe 5 Enderperle. Blaze Rods mit allen Enchantments. Bogen des Todes mit allen Enchantments. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war die Stadt, die ich gebaut habe. Gucken wir uns erstmal
bei den Kollegen an. Ein bisschen sehr breit gebauter Steve. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann euch gar nicht alles zeigen hiervon. Hier haben wir ein Gefängnis. Okay. Hier vorne ist ein Marktplatz. Das hier ist so eine Kunstgalerie. Museummäßig. Hier, was ist das? Einfach ein ganzer Boden voller Kuchen. Auch hier wieder random Toiletten. Hier so ein, einfach so ein Gehege. Hier ist ein Kino. Aber ich konnte Kino nicht hinschreiben, weil ich keinen Platz mehr hatte. Also steht da nur Kio. Hier haben wir zum Beispiel noch so eine Kirche. Dann ganz viele, ganz viele kleine Häuser. Alle mit der Hand mit Controller gebaut. Oh mein Gott, hier ist ein Atomkraftwerk. Guckt euch das hier an. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein riesiges Diamantenhaus, was von der untersten Ebene bis zur maximalen Bauhöhe geht. Ich habe das Ding hier im Kreativmodus mit Controller ohne World Edit gebaut. Ich saß an diesem Ding mehrere Wochen oder Monate dran. Und von innen, wenn ich mich hier mal reingrabe, einfach hohl ist. Hier ist ein Bett und sonst nichts. Es ist einfach ein riesiger Diamantenturm ohne alles. Was habe ich mir damals gedacht? Was war los mit mir? Und bin ich noch zu retten? Freunde, hier geht die Bahnfahrt los. Können wir uns da reinsetzen, Freunde? Und jetzt geht's los. Gucken wir uns alle zusammen die wunderbare Welt an, die ich in hunderten Stunden teilweise alleine, teilweise mit anderen gebaut habe. Oh, hier ist ein Bahnhof. Okay, also hier ist ein Bahnhof vor dem Goldhaus. Na klar, da wollen viele hin. Okay, weiter geht's, Freunde. Guckt euch das an. Hier ist so ein Villager-Dorf mit Eisengolem. Hier sind noch mehr riesige Häuser. Was habe ich gemacht? Warum? Oh, und jetzt geht's weiter, Freunde. Das war nämlich noch nicht alles. Es gibt natürlich zwei Abteile in dieser Stadt. Und jetzt müssen wir erstmal durch den Dschungel fahren. Also hier gibt's auch noch so eine Wüstenstadt, wie ihr seht. Da vorne ist ein Creeper, den gucken wir uns gleich nochmal an. Also es ist eine sehr verrückte Fahrt. Jetzt sind wir im zweiten Abteil. Ein Flughafen. Wir haben hier erstmal so ein Flugzeug, das scheinbar kackt. Ich habe ein Flugzeug aus Wolle gebaut, ja. Und dann hat man hier, ja, Toiletten, glaube ich. Irgendwie mochte ich Toiletten, habe ich den Eindruck. Dann halt hier unten, habt ihr gerade schon gesehen, diesen Flughafen mit dem Hangar. Und diesen souveränen Landebahn, beziehungsweise Startbahn. Hier war mal ein Dorf. Was das für ein Turm ist, keine Ahnung. Hat eine Toilette. Na, natürlich. Boah, hier drüben eine... Oha! So eine Burg mit so einem Tor und von außen kommt man gar nicht rein. Und man hat hier TNT-Kanonen. Natürlich hat man TNT-Kanonen, ich war jung. Wir müssen das zünden, dann das hier und jetzt, Freunde, seid ihr bereit? Boots und Zündung. Natürlich ein Fußballstadion. Minecraft-Welten von mir sind keine Minecraft-Welten von mir ohne Fußballstadion. Aber diesmal nur ein relativ kleines mit einer kleinen Tribüne. Hier drüben ein Creeper, auf den war ich sehr stolz. Ich finde, der ist sehr cool. Oh, und hier eine MLG-Challenge. Wir können die ausprobieren. Wir gehen hier drauf und fallen in die Lava. Nein, wir sind oben. Und hier ist einfach nur so ein kleiner Steg. Und von hier soll ich jetzt die Löcher da unten treffen. Reden wir nicht drüber, ist nie passiert. Das hier ist ganz schlimm. Was soll das darstellen? Hier endlich mal wieder ein Diamanthaus. Also das wurde ja auch Zeit. Hier haben wir noch diese wunderschöne Kirche. Was ist denn hier los? Das sieht aus wie das Clubhaus von der Sekte. Bisschen weird. Ich mach das mal lieber wieder zu. Das ist halt so krass, das sind die Anfänge von mir und jetzt bin ich einfach Minecraft-YouTuber. Es ist so heftig, das alles zu sehen. Was das ist, keine Ahnung. Irgendwie unser Sektensymbol vielleicht. Warum? Warum? Was war meine Intention? Yo, lass mal ein Steinhaus bauen mit einem Glasdach und Redstone-Fackeln und da Blumen anpflanzen. Hä? Was war früher mit mir los? Freunde, als ich diese Map gebaut habe, war ich wahrscheinlich 10, 11 oder 12. Warum sind hier Stripper-Stangen? Ich find's unfassbar heftig. Aber ich weiß noch, wie mir sowas Simples, sowas Einfaches damals so viel Spaß gemacht hat. Freunde, apropos Spaß, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei diesem Video. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, mal meine ganz dunkle alte Vergangenheit zu sehen, könnt ihr jetzt sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Kommentiert auch sehr gerne, ob ich vielleicht auf dieser Xbox 360 Edition mal Minecraft durchspielen soll. Weil ich habe mir jetzt eine Elgato gekauft, um das hier aufzunehmen und dann lohnt sich das Ganze wenigstens ein bisschen mehr. Für mich war es wirklich ultra nostalgisch, sehr unterhaltsam. Ich hoffe für euch auch. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Haut rein, es war sehr krass.